Hallo und willkommen zurück zu unserem Aufbaututorial für den Hive-Computer. Es ist Sonntagmorgen, alles ist noch still und ich sitze hier bei meinem Frühstückskaffee und versuche mal zu schauen, was wir heute machen. Wir haben ja das im ersten Teil des Aufbaus haben wir die Stromversorgung in die Gänge gebracht, im zweiten Teil das Host-Interface. Das war die letzte Folge und das hat soweit funktioniert und heute nehmen wir den ersten Mikrocontroller, das ist in unserem Falle Bellatrix, in Betrieb. Ja. So, da gucken wir uns jetzt erstmal wieder an, was wir haben und was wir machen müssen. Wie man sieht, habe ich hier schon das Schaltplanblatt gewechselt. Im Prinzip sind wir jetzt auf Schaltplanblatt 2 angekommen. Ja, da haben wir die zwei Slave, Mikrocontroller, Bellatrix und Administer. Heute geht es uns erstmal nur um Bellatrix. Und hier haben wir die passenden Bauteile dazu. Einige Sachen brauchen wir nicht, wie zum Beispiel den Sockel, den haben wir ja schon beim letzten Mal eingelötet. Ja, den können wir also weglassen. Wir haben erstmal zwei Chips, die lasse ich mal hier auf der Metallunterlage zwecks elektrostatischer Aufladung. Ne? Wir haben unseren Propellerchip, klar, Bellatrix in dem Falle, und wir haben einen EEPROM, ein ziemlich kleiner Kerl in so einem 8-poligen Gehäuse. Das ist ein 256 Kilobit Flash-Speicher, also 256 Kilobit sind 32 Kilobyte. Ja, da passt genau ein Image für unseren Chip rein. Ja, das, also 32K muss es groß sein, dieser EEPROM. Wir werden später eventuell für Regnatix welchen größeren verwenden. Und zwar ein 64K EEPROM, die habe ich noch rumliegen. Man kann dann in dem oberen Bereich noch was anderes speichern. Das muss man aber nicht tun. Das ist also nicht unbedingt nötig. So, und für den kleinen Kerl haben wir hier eine entsprechende Fassung. Ja, das ist noch so ein bisschen Peripherie für unsere Bellatrix-Chip. Ja, hier haben wir diesen EEPROM im Schaltplan. Das ist ein I²C. Chip, also er hat so eine Art serielle Übertragung, das ist so ein serieller Bus, der I²C-Bus. Und ja, das ist seine Fassung. Was haben wir noch rund um unseren Propellerchip? Wir haben unseren Quarz, ja, das ist ein 5 MHz Quarz, der kommt hier hin, wird blank angeschlossen, da wird nichts rundherum gebraucht. Wenn der Propellerchip startet, startet er eh erstmal ohne Quarz quasi mit einem internen RC-Oszillator und im Programm erst wird festgelegt bzw. Definiert, jetzt bitte den Quarz verwenden und dann springt das an. Ja. So, dann haben wir noch einen Blockkondensator, 100 Nanofarad. Nichts Aufregendes. An unserem EEPROM haben wir irgendwo noch und zwar hier den R30. Das ist ein Pull-Up-Widerstand, der geht, jetzt müssen wir mal schauen, theoretisch an VDD, also an die 3,3 Volt. Ja. Jo. Was haben wir noch? Wir haben die drei Heartbeat-LEDs, die finden wir hier unten im Schaltplan. Das sind allerdings nur zwei hier für Administer und Bellatrix. Wir bräuchten ja jetzt eigentlich nur eine, aber ich dachte mir, und im Tutorial ist es auch so drin, dass wir, wenn wir hier eh schon rumlöten, hier vorne gleich alle drei bestücken. Ja, dann haben wir den Komplex hier vorne irgendwo abgeschlossen. Ja. So, und das sind noch die Vorwiderstände dafür. Wer
andere Farben oder andere LEDs einsetzt, kann im Übrigen oder sollte sogar diese Vorwiderstände anders berechnen. Also gibt es Vorwiderstandsberechner, findet man im Internet, gibt man die Spannung ein, hier in dem Falle 3,3 Volt, was für eine Farbe man hat und was für einen Strom man sich wünscht, und dann rechnet er das aus. Okay, das zu den Bauteilen. Weiß gar nicht, ob hier noch was von der elektrischen Seite zu sagen ist. An sich ist der Propellerchip ja sehr, sehr anspruchslos. Ja, der ist sehr genügsam. Um den Propellerchip zum Arbeiten zu überreden, braucht er wirklich nur Betriebsspannung und unser Host-Interface, damit wir ein Programm rüberschieben können. Wir bräuchten nicht mal den Quarz. Wenn der Quarz nicht da ist, kann man den mit dem internen RC-Oszillator betreiben. Ja, dann ist halt die Taktgenerierung nicht so genau. Und man braucht auch nicht unbedingt den EEPROM zum Experimentieren. Ja, den brauchen wir, wenn wir das Programm fest speichern wollen. Man kann das Programm natürlich von der Entwicklungsumgebung her übertragen in den RAM von dem Propellerchip. Und dann ist es halt nach dem Ausschalten wieder weg. Ja, aber es läuft erstmal während der Entwicklungsphase. Also erst wenn man es dann nach dem Ausschalten und Einschalten wieder verfügbar haben möchte, braucht man diesen Flash. Ja, und damit braucht man eigentlich, wenn man genau hinschaut, wirklich nur Betriebsspannung und Host-Interface, und das Ding lebt. Ja. Fertig. Ja. Wir machen ein bisschen mehr rundherum, und ja, Quarz ist ja für uns insofern wichtig, wenn dann nachher irgendwelche Kommunikationsvorgänge oder irgendwelche zeitkritischen Sachen sind, dass die dann auch richtig sauber getimt sind. Ja. Ich habe mit diesem Modus von den Propellerchips, wo man ohne diesen Quarz arbeitet, ehrlich gesagt auch noch nicht so sehr viel experimentiert. Ich weiß gar nicht, ob dann wirklich diese ganzen Videomodis und sowas, ob das richtig funktioniert. Ja. Oder ob dann da irgendwelche Timing-Probleme auftreten oder ähnliches. Okay. So. Dann werden wir mal loslegen mit dem Löten. Womit fangen wir an? Gucken wir, ob der Lötkolben angeheizt ist. Jawohl. Kaffee steht auch bereit. Kann nichts mehr passieren. Ja, die Flasche Wein gestern Abend war etwas fordernd. So, wir fangen mal einfach mit den Sachen rund um unseren Propellerchip an. Und unser Quarz ist Q1. Nicht, dass wir hier den falschen bestücken. Vielleicht zum Quarzenwort, weil es kam vereinzelt die Fragen: Ja, Mensch, warum 5 MHz und nicht 80 MHz? Einer war sogar ganz ein bisschen böse und hat mich da der Lüge bezichtigt und sagte: Mensch, du lötest da einen 5 MHz Quarz ein und erzählst uns, das Ding läuft mit 80 MHz. Also es ist so, dass natürlich läuft dieser Quarzoszillator dann mit 5 MHz. Aber es findet eine Taktvervierfachung durch eine PLL-Schleife statt. Ja, und zwar um den Faktor 16. Das werden wir nachher auch sehen. Im Programm sieht man das richtig, was man da einstellt. Das muss auch korrekt eingestellt sein. Man kann es im Übrigen auch so einstellen, dass er langsamer läuft, dann verbraucht er halt auch nicht so viel Strom. Und es findet eine Taktvervierfachung um den Faktor 16 statt. Und die 5 MHz mal 16, da kommen wir dann auf unsere 80 MHz. Ja, also da, ich betrüge euch hier nicht mit der Taktfrequenz. Ja, die andere Frage dazu, die schon gestellt wurde: Braucht man denn für alle drei jetzt einen extra Quarz, oder kann man da nicht einen einzelnen Quarz verwenden und das einfach mit einem machen? Im Prinzip geht das. So, Quarz haben wir da, oder? Im Prinzip geht das. Allerdings muss man dann in einen anderen Modus schalten.
Jetzt ist es so, dass der Quarz selber ist ja im Prinzip ein passives Bauteil. Ja. Und damit der schwingt hier an dem Propellerchip, ist in dem Propeller ein Quarzoszillator eingebaut, der über diese beiden Pins, 30 und 31, dann diesen Quarz zum Schwingen anregen. Und das macht jeder Propeller für sich. Und wenn man das jetzt anders machen wollte, dass man sagt, man möchte einen Quarz nur nehmen, dann können die Propeller natürlich diesen Quarz nicht anregen zum Schwingen. Ja. Da müsste man wahrscheinlich einen Quarzoszillator nehmen, oder einen Quarz, welcher gleich ein bisschen Elektronik drin hat. Es gibt ja diese Quarzoszillatoren direkt im Gehäuse, da ist ein Stück Elektronik drin und welche den Quarz anregt, man kriegt dort einen Takt raus. Und dann könnte man den Takt verteilen. Aber erstens sind diese Quarze so billig, die einzelnen, dass man nicht irgendwo einen Gewinn hat rein von den Kosten. Zum Zweiten ist so ein Quarz mit interner Elektronik oftmals auch etwas größer. Man hat dann also auch keinen Platzgewinn. Ja. Und es bringt also nicht wirklich was, alles in allem. Und das Dritte ist natürlich, wenn dieser Quarzoszillator ausfällt, dann stehen alle drei Propellerchips. Jetzt ist es so, wenn da irgendein Propellerchip ein Problem hat mit seinem Quarzoszillator, dann laufen die anderen beiden Propellerchips trotzdem. Ja. Und man könnte sogar mit dem Testprogramm, welches den Propellerchip, welcher Probleme hat mit seinem Quarz, testhalber umschalten auf den internen RC-Oszillator, dann müsste er sogar ohne Quarz laufen. Dann könnte man sehen, aha, da ist irgendein Problem mit dem Quarz. Es macht also nicht wirklich Sinn, da jetzt das einzusparen. Die Dinger sind ja sowas von billig. Was natürlich schön wäre, aber da gibt es eigentlich diese 5 MHz-Quarze nicht. Ich hätte sie gerne in dieser Bauform, in dieser flachen Bauform, wie man das hier bei diesem Netzwerkchip hat. Ja, dass sie nicht so weit drüber stehen hier, dass man die ganz flach da unten hat. Aber offensichtlich gibt es die 5 MHz-Quarze. Also ich habe sie noch nicht gefunden in dieser Bauform. Ja, naja, gut. Also Quarz haben wir drin. Wunderbar. Jetzt kommt unser kleiner Atmel-Chip. Jetzt mal drauf achten. Unser Chip ist der IC4. Und das ist dann hier oben auch der mittlere. Ja, also die sind im Wesentlichen bei dieser Bordrevision haben wir ja alles ein bisschen umsortiert. Bei der Bordrevision 12 war das ja noch ein bisschen durcheinander. Da waren die LEDs auch nicht physisch so zugeordnet wie die Propellerchips und ich glaube, die E-Brems auch nicht, weiß ich nicht genau. Aber die LEDs auf jeden Fall nicht. Also Administra ist wirklich hier rechts, Bellatrix in der Mitte und Regnatix links bei den LEDs, genau wie bei den Chips. Und ebenso sind angeordnet die Flashspeicher. So. Ja, ich sehe schon, das geht trotz der Flasche Wein sehr gut mit dem Löten. Weiß nicht, inwieweit ich das jetzt alles mit reinnehme. Da müssen wir mal gucken, wie lang das wird. Ich möchte die Videos ja auch nicht endlos strecken. So, das war unser EEPROM. Was kann man mit einem größeren Typ tun, was ich vorhin gesagt hatte? Man kann dort zum Beispiel in dem oberen Teil zum Beispiel das Basic, das alte Femto Basic, habe ich mal probiert, kann man dort
speichern. Man kann irgendein beliebiges Programm dort eigentlich speichern. Ja, da gibt es, ich glaube, das Tool heißt Flash, was ich da geschrieben habe. Mit Flash und Dateiname kann man diese, ich weiß nicht, ob noch ein paar Parameter dazu gehören, da müsste man mal schauen. Kann man irgendein beliebiges Programm in den ROM reinflashen und kann dann mit dem Befehl im dort hier zumindest mit dem Befehl ROM von dort das Auslö quasi starten. Ob das jetzt Sinn macht, wahrscheinlich macht es einfach keinen Sinn. Ja, weil es ist auch ausreichend schnell alles von SD-Card geladen. So, R30. Die Widerstände für. Für die Flash sind auch hier in unmittelbarer Nähe. Ja. So, wieder stehend. Nachher werden wir dann, wenn das funktioniert, unsere ersten Programme reinschieben. Ich habe jetzt vier Programme vorbereitet. Ich hätte natürlich auch gern noch mehr, muss ich sagen. Also man könnte da noch wesentlich mehr experimentieren. Das scheitert dann allerdings ein bisschen an meiner Lust, die jetzt zu erstellen. Ja, ich möchte natürlich auch in dem Tutorial ein bisschen vorankommen. Ja. Also alles mit einmal bestücken ist schlecht, aber jetzt zu lange an einer Stelle zu verharren, ist dann wahrscheinlich auch langweilig. Das war unser Pull-up-Widerstand. Jawohl. Was haben wir noch? Jetzt kommt noch unser Kondensator. Jetzt müssen wir sehen, dass wir gleich den richtigen erwischen hier. Unser Transientenkiller. Jawohl, rein da. So. Schanep. An manchen Stellen ein bisschen kurz hier. Nehmen wir mal die Pinzette zur Hilfe. So. Ja, zu dem Programm. Ich hätte natürlich ein paar mehr gern. Ich habe dann mal im Forum eine Anfrage gestellt. Ich hoffe ja, dass vielleicht noch jemand eine schöne Idee hat. Und dann würde ich das hier kurzfristig echt mit dazu nehmen. Wenn da was Lustiges mit dabei ist. Das fördert natürlich so ein bisschen die Kreativität, weil wir haben nur in diesem Schritt nur einen Mikrocontroller. Und eine LED. Das ist jetzt nun natürlich nicht so. Die große Geschichte. Da muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Jetzt kommen unsere Heartbeat-LEDs. Hier wieder darauf achten, dass er halt richtig rum. Richtig rum bestückt sind, weil, wie wir uns erinnern, es sind gepolte Bauteile.
mal alle drei gleich bestücken und in einem Rutsch verlöten. Und möglichst immer gleich noch mal gucken für die Lötanfänger. Bevor man es verlötet, habe ich es richtig, bestückt. Weil wenn es dann erstmal drin ist, ist es drin. Und dann ist es halt auch schwierig, wirklich sehr schwierig, das dann später wieder rauszulöten. Ja. Also es macht zumindest mehr Aufwand, als einfach nochmal einen Kontrollblick zu riskieren. Das spart unter Umständen eine Menge Ärger. So. Ich baue sie ja hier liegend ein. Da ist aber der Kreativität keine Grenze gesetzt. Man kann das auch dafür Sockel einlöten, damit man die LEDs dann irgendwo am Gehäuse unterbringen kann. So. Drin sind sie. Jetzt werden wir mal die Beinchen noch kürzen und dann können wir es verlöten. Bevor ich es nachher vergesse zu erzählen, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Luft hier. Wenn dann Testprogramme, wenn wir dann bei den Testprogrammen sind, und jemand hat ein ganz cooles Testprogramm geschrieben, dann einfach her damit. Ja, einfach per Mail an mich senden und die anderen mit teilhaben lassen an der Sache. Ja. So, unser kleiner Invader, Space Invader, muss hier mal als Unterlage dienen. Ich hoffe, das nimmt uns nicht übel. Leider sind an den Bauteilen hier die Restringe, das heißt die Lötaugen selber, sehr klein. Zum Teil ist das natürlich schön, wenn man viel Platz hat zum Routen. Zum Teil ist es beim Löten aber dann doch so ein bisschen enge, muss ich sagen. Ich hätte aber ehrlich gesagt keine Lust, das in den Bibliotheken anzupassen. Und man müsste es in den Bibliotheken anpassen. Ja. Das sind also so diese Standardbibliotheken. In Eagle, beim Laterplatten entwickeln, da sind diese Restringe wirklich so klein. So. Ja, das sieht doch schmuck aus. Schön gleichmäßig gelötet. Ja. Da sind sie, unsere vier LEDs. Ich spendiere denen noch von oben ein bisschen Lötzinn. Das kann man bei den Lötstellen hier machen. Ich habe festgestellt, bei den LEDs teilweise sind die Anschlüsse doch etwas oxidiert. Vielleicht habe ich aber auch bloß eine LED erwischt, die schon 100 Jahre in meinem Bastelschrank liegt. So. Nein, so alt bin ich natürlich nicht.
Auch wenn das alles so ein bisschen retro ist und so, aber LEDs drin. Schluck Kaffee gegen den Wein von gestern. Und jetzt kommen unsere Vorwiderstände. Ich messe die mal kurz, ob ich da die richtigen erwischt habe. Ich habe übrigens hier, wer es ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, das Messgerät gewechselt, weil bei dem anderen kleinen, was ich hier hatte, war einfach die Batterie alle und ich habe gerade. Jawohl, das sind die richtigen. Ich habe gerade keine Batterievorräte. Insofern habe ich hier so einen Stift genommen. Der ist manchmal war auch nicht sehr teuer. Ja, kann man hier diese Spitze so reinfahren und dann kann man das verpacken. Hat alles Mögliche drin. Was hier bei dem sehr schön ist, finde ich, was ich sehr oft brauche, ist halt zum Durchklingeln dann auch so ein Pieper. Ja. Und Ohmmeter drauf, Logikpegel kann er messen. Ja, also er leuchtet dann richtig mit High und Low. Hier vorne die Spitze, da sind LEDs drin. Ja, Spannungsmessung bis irgendwas und Strommessung, das Übliche. Schön klein, das ist so was, was ich dann auch mal mit nach Garitz nehme oder irgendwo zu einem Treffen oder sowas. Beim Arbeiten auf dem Tisch ist es allerdings manchmal besser, dieses andere Gerät zu haben, weil das ja relativ klobig ist hier, ja. Aber gut, Batterie alle. Nicht, dass jemand denkt, ich bin hier heimlich auf ein besseres Messgerät umgestiegen. Das macht nicht viel mehr als das andere hier, ehrlich gesagt. Ist vielleicht nicht ganz so billig vom Preis her, aber durchaus praktisch. Also so was sollte man halt auf jeden Fall im Haushalt haben, wenn man sich mit so einer Technik beschäftigt. So, unsere drei Vorwiderstände. Mensch, und dann sind wir schon wieder rum. Ach, das ging schnell. Wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Stunde. Und wir haben uns ja richtig Zeit gelassen. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Ja? Ich habe das bei vielen erlebt. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass dass viele den Hive so im Stück aufgebaut haben. Ja? Erstens mal ist das für die Einsteiger wirklich nicht empfehlenswert. Ja? Es suchen sich halt wirklich die Fehler wesentlich einfacher, wenn man das modular Stück für Stück aufbaut und dann immer nur diesen kleinen Teilabschnitt dann testet und sicher sein kann, die vorherige Schaltung habe ich auch getestet, die geht. Wenn man alles mit einmal aufbaut, hat man garantiert dann so als Einsteiger irgendwo Fehler drin und man weiß dann eigentlich gar nicht so richtig, wo es herkommt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, und das sehen wir ja jetzt schon so bei dieser Folge, weil wir das erste Mal so einen Mikrocontroller in Betrieb nehmen. Man kann jetzt schon experimentieren, man kann jetzt schon programmieren. Also man könnte sogar schon, das werden wir nachher sehen, wir arbeiten mit dem Debug-Terminal, ein kleines Spielchen schreiben oder irgendwas, ja. Da ist doch der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt, ja. Man könnte jetzt anfangen, in Spin programmieren mit ganz einfachen Sachen. Das ist viel besser, als später einfach das Trios drauf zu spielen. Was natürlich schon so einige Zeilen Quelltext hat, ja. Und so baut das stückweise wirklich aufeinander auf. Ja. Wir werden dann also, wenn dann die einzelnen Baugruppen soweit sind, wenn wir dann zwei Chips schon mal miteinander koppeln und man sieht dann so, kann untersuchen, wie findet denn die Kommunikation zwischen den Mikrocontrollern statt, ja? Und wie wird ein Bild erzeugt und wie wird ein Ton erzeugt und so weiter und so fort. Das heißt, man kann eigentlich diesen Aufbau, den ich ja beim Prototypen genauso veranstaltet habe, auch wirklich nachvollziehen. Ja? Ich habe das ja hier, das wäre vielleicht mal eine Gelegenheit, das zu zeigen.
Das hier ist der Prototyp. Der funktioniert im Übrigen auch noch. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich klappe mal auf. Ja. Ja, da habe ich das alles, hier ist SD-Karte noch nach oben weg, ja, da habe ich das alles auf Lochasterplatine aufgebaut, ja, und mit Fädeldraht verdrahtet. Hier unten haben wir Bellatrix, Administra und Regnatex. Also man sieht hier auch richtig die Abfolge. Ja? Ich habe angefangen bei dem Board, bei diesem, bei den Prototypen Stromversorgung, Host-Interface und das hier ist Bellatrix. Der liegt hier nicht in der Mitte, sondern der liegt hier an der Seite und dann mit dem habe ich angefangen. Ja? Ja? Und dann habe ich hier, man sieht das vielleicht schlecht, hier habe ich kleine LEDs, 4 Stück habe ich mir eingelötet und dann habe ich hier so eine Brücken, da konnte ich die erstmal die LEDs auf irgendwelche Pins schalten, da konnte ich die ein bisschen blinken lassen und machen lassen und dann geht hier der Steckverbinder weg zu meinem Videoteil, dann habe ich das in Betrieb genommen und stückweise zusammengebaut. Hier ist der Dip-Switch, der ist hier ein bisschen größer. Ja, hier ist Reset-Taster. Und wie der fertig war, kam dann Administra. Da habe ich dann mit Sound angefangen. Ja. Und dann war das ein bisschen voll. Hier ist auch noch die Sub-D9. Ja. Aber was hier nicht drauf ist, ist Netzwerkinterface. Das kam dann später. Und dann habe ich diese Huckepack-Platine gemacht und hier ist Regnatix drauf. Da gibt es auch noch so einen Busmonitor. Habe ich leider nicht gefunden. Gibt es aber ein schmuckes Video von mir aus dieser Zeit. Da konnte ich hier diesen Busmonitor aufstecken. Der hatte dann für Datenbus und Adressbus und die Steuersignale auch lauter LEDs gehabt. Und da der Bus ja hier programmiert ist, das ist ja kein hardwaremäßiger fest verdrahteter Bus, sondern Software, konnte ich dann wirklich gucken, was passiert da auf dem Bus und konnte das im Einzelschritt dann durchspielen. Ja? Also immer so am Rande. Ja? Und diesen Aufbau, da habe ich ungefähr eine Woche für gebraucht, für diesen Aufbau, auf der Lochasterplatine. Exakt so bauen wir jetzt eigentlich den auf. Das ist genau dieselbe Abfolge. Ja? Ein bisschen was verbessert, ein bisschen was verändert. Aber man kann auch wirklich diesen Aufbau und diese Entwicklung eigentlich nachvollziehen. So, jetzt haben wir unsere Freunde drin. Jetzt müssen wir sie noch verlöten. Das sollte man nicht vor lauter Quatscherei hier verpassen, vergessen, versimsen, versaubeuteln. So. Eigentlich wollte ich den Kumpel ja verschwinden lassen im Keller. Also ich hatte mit diesem Prototypen unheimlich viel Spaß gehabt. Ja, das und für mich hätte es dabei bleiben können. Ja, der ist dann so 2008, Ende 2008 habe ich den aufgebaut. Und ja, Anfang des Jahres, so im Februar rum, da hatte ich die ersten Programme geschrieben über Weihnachten. Das war viel Spaß, den Star Trekker. Und so im Februar rum stand der schon in der Kiste zum Einmotten im Keller bereit. Und eigentlich war es mir ein bisschen, fand ich es ein bisschen schade. Weil ich dachte mir so, Mensch, da müssten doch viele Leute eigentlich Interesse dran haben. Und da habe ich so überlegt, wo denn die ganzen Bastler hin sind. Wir hatten zu Ostzeiten unheimlich viele Bastler, weil natürlich, was ich auch in der Einleitung gezeigt habe, gab es ja viele Anleitungen, Bücher und Zeugs und sowas, weil es ja an die Technik schlecht ranzukommen war. Und die waren nach der Wende irgendwie, waren die alle so von meinem Radar verschwunden. Und ich dachte so, Mensch, wo sind die alle hin? Machen die alle noch was oder machen die nichts mehr? Sind die verschwunden? Und dann habe ich mal, Google befragt, intensiver befragt. Und dann bin ich auf diese Webseite robotrontechnik.de gestoßen. Und da habe ich die ersten Bilder, so dachte ich, oh, toll, da gibt es sogar eine Webseite, ja. Und da fand ich meine ganzen alten Eigenbaucomputer wieder, also nicht meine, aber so diese Sachen, die es da gab. Und habe dort diese Bilder gefunden von dem KC-Treffen, was hier im Osten stattfindet. Und wie ich das gesehen habe, ja,
An jedem zweiten Platz stand da ein Lötkolben. Die hatten da an einem KC USB dran und Netzwerk. Und das war fantastisch, ja. Dachte ich, hey, da sind sie, die ganzen Bastler. Und dann guck ich so beiläufig, das war ja so im Februar, ja, wann ist denn das Treffen eigentlich? Das war damals noch in Pausin gewesen. Und habe festgestellt, Mensch, das ist ja in einem Monat. Und dann habe ich den Haifüller ausgepackt und habe gesagt, da meldest du dich an, das habe ich kurz entschlossen getan. Da fährst du hin. Da gibt es bestimmt Leute, die genau an der Sache Interesse haben. Und so war es dann auch. Und das Interesse war dann so groß, dann kam dann Digger und wollte sowas bauen, auch auf Lochrasterplatine. Ich sage, du Digger, wenn du es jetzt auch bauen willst, ich würde ja noch mal eine Leiterplatte entwickeln. Ja, dann ist das Nachbauen erstmal einfacher. Und zum Zweiten, ich wollte immer testen, was man heutzutage so als Amateur, wie das funktioniert. Die letzten Leiterplatten hatte ich vor vielen Jahren entwickelt. Und das war mit Gerber-Files und blablabla, war das ein ganz schöner Aufwand gewesen. Und mich hat mal so interessiert, wie ist das so als Privat, kann man sowas als Privatperson und was kostet sowas und wie ist so das Handling und wie sind so die Routing-Programme? Ich sage, du, ich mache eine Platine. Wollte ich sowieso mal probieren, wie das jetzt momentan so läuft. Ja, und dann ist das draus geworden. Digger hat sich dann bereit erklärt, so ein Kit auch zusammenzustellen. Das war natürlich, also ein Kit, so ein Bausatz, Platine, alle Bauteile. Bis auf Steckernetzteil und Monitor und so, das muss man sich sagen. Aber alle Bauteile für die Platine, das war natürlich der Knaller. Die waren weg wie nix. Ich weiß nicht. Wir wollten eigentlich mit diesem Kit, war eigentlich die Idee, dass wir wenigstens über 10 Platinen kommen, weil diese Platinen selber, die Kosten für die Platinen sind doch sehr abhängig von einer Stückzahl. Dass es dann so viel wird, hätten wir nicht gedacht. Und Digga. Der arme Kerl, der saß in der Stube und hat sortiert, Bauteile sortiert. Wer sowas mal gemacht hat, die Freunde aus dem KC-Club, da sind ja einige, die so Experimente machen und so eine Projekte betreuen, Blümchen mit seinem Brommer und so weiter und so fort. Und die wissen, was das für eine Arbeit ist. Ich war natürlich wirklich extrem froh, dass ich es nicht selber machen musste, dass ich mich konzentrieren konnte auf das Board. Und das war dann auch nachher bei den folgenden Sammelbestellungen, die wir gemacht haben, eigentlich immer eine schöne Geschichte, weil sonst wäre es nie so weit gekommen. Wenn ich das noch hätte nebenbei machen müssen, die Sammelbestellung irgendwie abwickeln, ist ja halt dann logistisch eine ganz schöner Aufwand mit Vorkasse und das und jenes. War ich froh. So, wir sind durch. Ich plappere schon wieder zu viel und wir sind bei 42 Minuten. Werde ich wahrscheinlich etwas eindampfen nachher in dem Video. Ich weiß es noch nicht. Ich arrangiere kurzum und dann kommen wir zu unserem Testprogramm. Ja, dann werden wir hier schauen. Ach so, wir können so Chips noch draufstecken. Mensch, das machen wir hier auch. Machen wir glatt. So, eine Sache, wenn diese Chips nicht gleich reinpassen, ja, hier sieht man das eventuell. Hier bei dem Kleinen kann ich das noch zeigen, bei dem Großen geht das nicht mehr. Ja, wenn ich den, ich hoffe, man sieht es im Video. Ich greife mir den mal mit der Pinzette, dann sieht man es noch besser. Die Pins sind nämlich immer so ein bisschen geneigt, ja, und das passt jetzt hier einfach nicht rein, einfach. Ja, man kann das hier, eine Seite kriegt man rein, die andere steht dann so etwas ab. Und das ist bei den Großen natürlich umso kritischer, ja, dann nimmt man diesen Chip und dann biegt man den im Stück eine Seite etwas nach innen, ja, so. Und jetzt passt das perfekt rein und schanepp, ja. Also nicht die Pins hier einzeln irgendwie mit der Zange bearbeiten, da wird man jetzt zum Guppi bei den 40 Polen Schaltkreisen. So, unser erster Propellerchip. Wahnsinn. Also dann, bis gleich beim Test.